Hallo, wer bist du und was machst du? Hallo, ich bin Madeleine aus dem Beta-Haus. Madeleine aus dem Beta-Haus. Für alle Nicht-Berliner oder alle, die es auch in Berlin nicht kennen, was ist das Beta-Haus? Das Beta-Haus ist ein sehr großer Coworking-Space in Berlin. Und da sind wir jetzt gerade. Coworking, noch ein Begriff, der erklärt werden muss, bitte. Tja, Coworking. Man nehme einen großen Raum, stelle ein paar Schreibtische rein und lade sehr viel kreative Köpfe ein. Und sie fangen an zu arbeiten. Das ist Coworking. Also es geht im Prinzip ein bisschen darum, ich höre hier im Hintergrund hört jemand Zelda-Musik, supergeil, also den Raum muss man schon mögen. Also es geht hier so ein bisschen darum, dass ihr viel Fläche habt und dass hier sozusagen junge Gründer irgendwie im Büroraum kriegen, wenn sie sich jetzt noch nicht irgendwie eine ganze Etage leisten können. Ja, es ist alles querbeet dabei. Wir haben ziemlich viel Programmierer, die alleine ihre Aufträge bearbeiten, dann haben wir ziemlich viel Kreative, Architekten, Layouter, Grafiker und dann haben wir aber auch ungefähr ein Drittel der Leute sind selbst Startups, kleine Unternehmer, haben ihre ersten Angestellten und ziehen erstmal bei uns rein, weil sie noch nicht genau wissen, in welche Richtung jetzt ihr Unternehmen sich entwickeln wird. Und bei uns sind sie noch ziemlich flexibel, können morgen theoretisch wieder ausziehen, haben kein Büro, um das sie sich kümmern müssen. Und das Wichtigste ist, glaube ich, für die jungen Startups hier, dass sie ziemlich kurze Wege zu anderen Professionalitäten haben. Also hier kannst du dir schnell mal einen Grafiker dazu buchen, schnell mal einen Programmierer, schnell mal einen Steuerberater. Das ist natürlich cool. Was kostet der Spaß eigentlich? Kannst du mit einem Tagesticket anfangen, 12 Euro. Und im Monat geht es dann bis hin zu 229 Euro alleine. Oder man nimmt einen Teamdesk, der kostet 500 oder auch einen Teamroom, der kostet 800. Also es ist auch skalierbar sozusagen. Genau, also wir haben da so unser Preismodell, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Telefonanbieter für jeden was dabei. Okay, woher kommt eigentlich der Name Beta-Haus? Ist es so von Beta-Status oder wo kommt das her? Ja, schon fast richtig. Beta-Phase. Wir sind permanent im uns weiterentwickeln, sei es wir werden wachsen, sei es wir verändern unser Angebot, sei es wir verändern unsere Einrichtung. Plus, wir haben herausgefunden, das Zeichen für den Buchstaben Beta, das älteste, ist ein Grundriss von einem Haus mit einer offenen Tür und das wollen wir auch sein. Ah, wie bildlich. Du sagst immer wir und uns und wir entwickeln uns. Wer seid ihr denn eigentlich? Gibt es auch die Institution Beta-Haus oder ist es sozusagen, meint es das Gefüge? Also wir sind offiziell eine GmbH und Co. KG und dahinter stecken 6 Köpfe, also 6 Leute aus allen möglichen Richtungen. Wir haben eine Produktdesignerin dabei, einen Rechtsanwalt, einen Vollzeit-BWLer, 2 Kommunikationswissenschaftler und ich bin ja Geisteswissenschaftlerin. Okay, viele Köche verderben noch bekanntlich den Brei. Geht es gut, wenn so viele Kreative zusammensitzen? Oh, wir schlagen uns so 1-2 Mal im Jahr die Köpfe ein, so richtig. Und dann gehen wir zusammen baden und dann geht's wieder. Hervorragend. Muss man eigentlich Angst haben, wenn man in so einem Coworking-Space arbeitet, dass da irgendwie Ideen geklaut werden oder Material? Also wie ist so der ganze Faktor Sicherheit? Ich meine, es ist, glaube ich, cool und kreativ. Jeder findet es, glaube ich, erstmal geil, aber es gibt ja dann auch schon mal so die Schattenseiten, wenn man Leute nicht so gut kennt. Also es ist eine ziemlich hohe soziale Kontrolle hier. Wenn sich hier einer nicht gut benimmt, dann hat er plötzlich 150 andere gegen ihn. Und dann wird das auch mal schnell getwittert und gefacebookt und dann reicht es mal schnell eine größere Masse. Wir erleben das zum Beispiel. Unser Konzept wurde mal kopiert, komplett mit allem drum und dran. Also es ging fast so weit, dass sie unsere Website-Texte 1:1 übertragen haben auf ihre Website. Das haben wir kurz auch mal getwittert und ja, ich glaube nicht, dass sie sehr viel Nutzer haben. Und so ist es auch im Kleinen. Also wenn hier eine Idee, falls das vorkommen sollte, wenn hier eine Idee geklaut wird, derjenige überlebt nicht lange. Okay, eine Social-Media-Alarmanlage sozusagen. Seid ihr eigentlich auf Gewinne orientiert oder ist es für euch auch so ein bisschen for fun? Also ich meine, eigentlich umsonst ist nichts, nur der Tod und nicht mal der kostet das Leben. Wollt ihr Gewinne machen mit dem Beta-Haus oder ist es eher sozusagen als was anderes gestartet? Also es ist bewusst eine Firma geworden, weil wir gesagt haben, wir wollen, dass es ganz klar ist, wer die Arbeit macht und was für ein Produkt es gibt und wer das Produkt kauft und wer es nutzen kann. Im Alltag sieht es so aus, wir als 6er-Team rennen, bis wir nicht mehr können, damit das hier alles funktioniert. Und unsere User dürfen das nutzen, aber unsere User entscheiden auch ganz klar mit, in welche Richtung das geht, weil ohne die geht gar nichts. Wie habt ihr es eigentlich bekommen? Also ich meine, ihr müsst ja irgendwann mal klein angefangen haben. Wie war so der Start? Wir haben mal vor 2 Jahren, 2009, sehr klein hier in dem Haus angefangen mit 200 Quadratmetern, eher so als eine Testphase. Wir haben es geschafft, unseren großen, etwas unbeweglichen Vermieter davon zu überzeugen, dass er sich auf so einen kreativen Partner wie uns einlässt. Und haben gedacht, mal gucken, 3 Monate, wenn es klappt, machen wir es weiter. Wenn es nicht klappt, fangen wir was Neues an. Es sah aber schon so aus, dass es nach 1 Monat schon wunderbar geklappt hat. 2 Jahre später sind wir immer noch hier und haben letzten Sommer ein Haus in Hamburg eröffnet und bald geht es in Köln weiter.
Rechnet ihr euch eigentlich oder schreibt ihr rote Zahlen? Wir schreiben schwarze Zahlen und zwar schon etwas länger, seit Herbst 2009. Also es ging erstaunlich schnell. Unser Glück war, dass wir ziemlich schnell hier einen Cashflow drin hatten. Also ziemlich schnell waren Leute hier, die für die Schreibtische bezahlt haben. Wir haben natürlich, wie das normal ist, in der Gründerszene, wir selber zahlen uns halt ein Minimum an Gehalt aus und freuen uns immer, wenn wir gerade noch so unsere persönlichen Telefonrechnungen bezahlen können. Aber wir leben ja von Luft und Liebe und Coworking. Das ist ja wie 68 hier. Ich habe das ein bisschen übertrieben. Nee, also wir schreiben schwarze Zahlen. Wir sind aber auch permanent am wieder reinvestieren. Also sei es in neue Häuser, sei es in diesem Haus. Das heißt, Millionäre sind wir noch nicht. Cool, kann ja noch werden. Womit verdient ihr eigentlich? Verdient ihr nur über die Miete oder noch über andere Sachen? Die Miete der Vermietung der Schreibtische, das ist so das Grundbett, die Basis. Alles, was darauf passiert, wird dann aber erst spannend. Also eine Säule ist zum Beispiel unser Eventbereich, der ziemlich gewachsen ist in letzter Zeit. Dann haben wir unten ein Café, was auch ganz gut funktioniert. Und in Zukunft, ja, könnte es sein, dass wir mal so eine Art von Inkubator werden. Das müssen wir mal sehen. Also wir haben da gerade ein neues Projekt, Beta Pitch, ins Leben gerufen. Und das könnte ganz spannend sein, ist aber noch Zukunftsmusik. Also die Rockets und Team Europe sollten sich lieber warm anziehen da draußen. Ja super, dann danke dir ganz herzlich und natürlich noch weiterhin viel Erfolg. Was kommt denn noch so? Beta Pitch, 3. Mai. Da kommt gleich Hans dazu. So, du bist also der Mann für den Beta Pitch. Eigentlich hätte jetzt hier noch so ein komischer, so ein tolles Geräusch gefehlt und so ein paar Kristallsterne, dass wir das Bild wechseln von Frau zu Mann. Stell dich mal ganz kurz vor. Ja, ich bin Hans, hallo. Ich bin seit einem Dreivierteljahr mit dem Beta House Team und noch einer Kollegin Anna dabei, den Beta Pitch zu organisieren. Ich habe vorher ein Projekt gemacht, das hieß Paloma 5. Und genau. Ich. Beta Pitch macht was? Beta Pitch ist ein Startup-Wettbewerb im Beta-Haus für Startups aus ganz Europa. Auf Englisch ist die Seite. Und wir wollen einfach so ähnlich wie mit der Arbeitswelt auch so ein bisschen die Startup-Welt verändern, knacken. Wir haben oben in der 4. Etage einen Space und wir laden Startups ein, sich zu bewerben bei uns bis zum 25. April. Und der Gewinner zieht bei uns 5 Monate ein und bekommt Mentoring, Coaching, Finanzierungskontakte und ein fettes Paket, was auf unserer Seite ist. Muss man dafür auch was abgeben, so Anteile oder so? Ja, wir haben einen Deal. Der Deal sieht folgendermaßen aus. Wir wollen nichts haben, wenn in den ersten 18 Monaten nach Einzug keine Finanzierung gefunden wird. Wenn die gefunden wird, und dann höchstwahrscheinlich über uns, dann wollen wir 5% der Anteile haben. Okay, das hört sich ja ganz gut an. Was muss man machen, um dafür in Frage zu kommen? Also man braucht eine Web-Idee, die muss skalierbar sein und die muss vor allen Dingen innovativ sein. Wir wollen keine Copycats, wir wollen nichts, was es schon gibt. Wir wollen einfach nur stuff out there, which is courageous. Also wir brauchen mutige Startups hier in Berlin, wir brauchen mehr Soundclouds, wir wollen mehr Europäer in Berlin haben. Und alle, die denken, dass sie irgendwie in diese Kategorien fallen, die sind herzlich eingeladen, sich zu bewerben. Soundcloud ist übrigens auch ein Copycat, ne? Soundcloud ist ein Copycat, ist es das? Ich glaube, es gibt auf jeden Fall Leute, die sowas schon machen. Ja. Oder? Ich glaube, Soundcloud hat... Mein Kameramann kennt die auf jeden Fall. Soundcloud hat ein Problem gelöst, was es vorher nicht gelöst wurde, nämlich dass Leute im Web Musik sharen wollten, die sie selber gemacht haben auf einer Plattform. Und das hatte vorher keiner. Und deswegen würde ich sagen, der First Problem Solver. Und die Typen sind jedenfalls so von ihrem Style keine Copycats. Die sind extrem original. Ja, da hast du natürlich recht. Die rocken natürlich auch so von Reichweite und Co. Genau. Wer ist so in eurer Jury? Wer beurteilt, ob die denen gut sind oder nicht? Also wir haben momentan 8 Leute in der Jury. Unter anderem Christoph Mehr, der ist der erste Soundcloud-Investor. Jörg Reinbold, der eBay Deutschland aufgebaut hat, vorher mit den Samba-Brüdern Alando gegründet hat und dann an eBay verkauft hat. Wir haben Stefan Schwalen, seinen Partner. Wir haben 3 nordische Freunde. Einmal Karl Silberski, der gerade Polaros an Apple verkauft hat. Einen Dänen, der Podio gerade investiert und gelauncht hat und die Reboot gegründet hat, Thomas Madsen-Mückdal. Und noch einen schwedischen Angel, der hier im Beta-Haus sitzt. Und also viele gebündelte Kompetenz. Ja, viel gebündelte Kompetenz, aber was wichtig ist, wir haben nur Angel-Leute da, die alle selber investieren und die alle selber hands-on mit in die Startups gehen. Das ist uns wichtig, weil wir wollen dummes Kapital raushalten. Wir wollen Leute, die wirklich reingehen in die Firmen und mit uns hier daran arbeiten und wirklich so Bauer sind, also Builder sind. Wir wollen irgendwie Constructor und keine langweiliges Geld. Okay.
Okay, cool. Das ist ja super innovativ, was ihr macht und wirklich auch irgendwie standortbezogen, denke ich mal. Gib uns nochmal irgendwie hier, drop mal URL, Bewerbungsdatum, was man machen muss, mit wem man schlafen muss und so weiter. Genau, also URL ist betapitch.de. Wir haben Bewerbung am 25. April, Deadline. Wir brauchen einen One-Pager mit Informationen zum Team, zur Idee, zum Umsetzungsplan der Idee und wahrscheinlich auch zum Innovationsgrad und was sonst noch wichtig ist, Kontaktdaten nicht vergessen, tun viele, man wundert sich. Mit wem man schlafen muss, ja. Also wir weibliche Teams sind willkommen. Sag mal. Genau. Nee, ist natürlich irgendwie immer. Aber doch, wir brauchen mehr Gründerinnen. Wir brauchen mehr Gründerinnen. Genau, das ist aber nur so mal. Das ist so Keterum Kensio, wir brauchen mehr Gründerinnen. Also und ist. Ich meine, es asexuell und respektieren Frauen natürlich als Gründerin auch. Also hatten ja gerade auch eine hier. Ja, cool. Dann danke dir ganz herzlich und natürlich viel Erfolg damit. Ja, cool. Schön, dass ihr hier wart.